Hallo ihr Lieben, an unserem dritten Tag, 3 Tage Zeremonien für Mama Erde. Heute ist im spirituellen kosmischen Maya-Kalender die Energie von Lachuch Achmak, 10 Achmak. 10, Ton 10 steht für die beiden Hände. Für deine Hand, für meine Hand. Und wir reichen uns diese Hände. Wir gehen Hand in Hand. Es steht für das Gemeinsame, für das Gemeinschaftliche, für dieses Jahr. Hand in Hand gehen, Hand in Hand für den Wandel, Hand in Hand für Mama Erde. Ja, dafür sind wir hier, an diesem dritten Tag. Und auch heute möchte ich dich nochmal erinnern, deinen Brief an Mama Erde zu vollenden. Und heute am Feuer diesen Brief Mutti Erde auch vorzulesen, ja? Und nimm dir die Zeit für sie, für das Weibliche, für das Leben, für uns alle. Und dieses Gemeinsame, das haben wir jetzt die letzten beiden Tage schon erlebt, werden wir heute noch erleben. Dieses, was geschieht, wenn wir unsere Kräfte vereinen, wenn wir wirklich alle gemeinsam ein Ritual, eine Zeremonie feiern, verbunden miteinander. Und du kannst dir sicher sein, ja, wir sind verbunden. Robert und ich sind Maya-Priester. Wir haben gelernt, Räume zu halten, Räume zu kreieren, Räume der Transformation, der Heilung, der Erinnerung. Und das ist, was wir hier auch in diesen 3 Tagen gemacht haben. Uns alle miteinander verbunden. Und so war und ist es wirklich so, dass wir in diesen 3 Tagen quasi ununterbrochen Zeremonien gefeiert haben. Überall auf der Welt. Ich bin in Guatemala. Ich weiß, wir haben auch Menschen, die uns zuschauen aus Amerika, aus Alaska. Habe ich gerade Kakao hingeschickt. Alles Liebe an dich. Viele Grüße. Genau. Und in Südafrika und so Brasilien, Mexiko, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, also in so vielen Teilen der Welt sind Menschen, die jetzt erwachen, die zum neuen Bewusstsein beitragen. So haben wir hier wirklich an 24 Stunden gesessen und die Zeremonien, die Rituale gefeiert für die Erde. Und ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, was du bemerkt hast. Was sich bei dir verändert hat in deinem Fühlen, was du wahrgenommen hast von Mutter Erde, was sie vielleicht schon gezeigt hat, vielleicht in dem Regen aufkam oder ein Regenbogen sich gezeigt hat, ein Krafttier vorbeigekommen ist. Irgendwas passiert immer, wenn wir schauen, wenn wir wirklich bewusst sind. Und diese Zeremonien gehen natürlich nur mit Bewusstsein, mit offenem Herzen. Und so bin ich wirklich gespannt und freue mich zu hören und lade dich auf jeden Fall auch weiterhin ein, dabei zu bleiben. Das ist, was die Urvölker wirklich täglich tun. Sie feiern täglich Zeremonien. Sie haben nie damit aufgehört. Meine Nana, 80 Jahre alt, ne? Die macht täglich manchmal bis zu 5 Zeremonien. Ja, weil sie einfach weiß, es geht nicht um sie, es geht um die Welt, es geht um die Erde, es geht um alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Elementarwesen, es geht hier um uns alle. Wir werden gebraucht, das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden und es geht durch Zeremonien, durch Rituale, durch unsere klare Intention, durch unser klares Ja und es macht so viel. Und deswegen schau wirklich, was diese 3 Tage mit dir machen. Und es sind natürlich nicht immer nur angenehme Gefühle, es kommen auch alte Muster hoch. Auch das gehört dazu und die müssen hochkommen, die müssen transformiert werden, damit du in deine Kraft gehen kannst. Das ist ja deine Kraft, deine Essenz ist da und darüber liegt der Schmerz, liegt das Trauma und so weiter. Und das muss ich ja erstmal lösen, damit deine Kraft wieder wirklich wahrhaftig leuchten kann. Deswegen ist es so wichtig, immer weiterzumachen. Immer weiter in die Verbindung zu Mama Erde zu gehen, dich immer wieder auf sie zu legen, dich mit ihr zu verbinden, ihr deine Flüssigkeit zu geben, wie wir das in der ersten Zeremonie gemacht haben, ihr den Wind zu geben, deine Herzenskraft, deine Liebe. Das macht so viel für dich, für alle, für diese Welt.
Und deshalb gibt es ja auch so häufig Medizinwege. Naja, so häufig gibt es sie nicht. Robert möchte eigentlich einen Medizinweg durchgängig machen. Das schaffe ich momentan jedoch zeitlich nicht, weil ich ja auch meine Priesterinnen und Medizinfrauen und noch viele weitere Menschen begleite. Aber die Vision hat ja gesprochen, dass es jetzt noch mal vor dem Winter einen 13-tägigen Medizinweg geben wird, der am 11. August beginnt. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein und mit uns Zeremonien und Rituale zu feiern und auch zu lernen, wie du damit weitergehen kannst, auch über den Medizinweg hinaus, wie du weiter Zeremonien für dich, für deine Familie und für die Welt halten kannst, wie du Gleichgewicht für dich und deine Familien kreieren kannst, wie du in den Frieden findest. Denn wenn du im Frieden bist, ist auch die Welt im Frieden. Das ist einfach ganz klar, das gehört zu den kosmischen Gesetzen. Du bist der Wandel und das lernst du in diesem 13-Tage-Medizinweg, in 13 Ritualen, Zeremonien plus 5 weitere Zeremonien und Rituale mit der heiligen Feuerkraft an den heiligen Plätzen und natürlich mit Ish Kakao, der Göttin des Kakaos, die unsere Herzen und unsere Schoßräume ganz weit macht, um unsere Kraft wieder ins Fließen zu bringen. Ja, es wird wunderbar. Ich freue mich von Herzen. Es wird kraftvoll, das ist klar. Das spüre ich schon sehr, die Energie, die dort fließen wird. Und natürlich steht jetzt schon fest, welcher Mensch dabei sein wird, welche Menschen dabei sein werden und zueinander finden werden. Das sind die, die wirklich ein klares Ja in sich haben, die keine Ausrede mehr gelten lassen, die ganz genau spüren, ja, ich bin der Wandel, ich bin dabei, ich will Veränderung und ich kreiere diese Veränderung. Ja, es sind mutige Menschen, die dieses klare Ja aussprechen können. Und wenn du das kannst, bist du noch herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ja, und da gehen wir natürlich auch Hand in Hand, wie ich schon sagte, das ist die Kraft von heute, Zenachmak, dieses wir gehen Hand in Hand, wie diese letzten 3 Tage, wir gehen Hand in Hand, wir kreieren gemeinsam, wir heilen gemeinsam, wir erinnern gemeinsam. Und Achmak ist die Kraft der Weisheit der Ahnen. Wenn wir Ahnen denken, denken wir oft an die, die uns direkt vorangegangen sind, Oma, Opa, Uroma, Uropa. Und ja, das sind auf jeden Fall auch unsere Ahnen, aber mit den weisen Ahnen sind die gemeint, die uns vorangegangen sind vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden. Die Ahnen aus dem Kosmos zum Beispiel, die Großmütter und Großväter, die hier schon gelebt haben vor langer Zeit und das alte Wissen, das uralte Wissen gelebt und behütet und bewahrt haben und weitergegeben haben. Auch diese Kraft ist damit gemeint. Es ist ein wundervoller Tag, um uns mit diesen Weisheiten zu verbinden, um uns daran zu erinnern. Und Achmak ist auch die Kraft der Vergebung. Ja, Vergebung ist so ein großes Wort und doch wissen wir oft gar nicht genau, was wirklich Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet wirklich loslassen. Vergebung bedeutet Befreiung. Befreiung von all den alten Lasten der Vergangenheit, von all den alten Mustern, von all den Manipulationen, von all dem Kleingehaltensein. Vergebung bedeutet, dass wir frei werden. Dass wir frei werden, damit die Weisheit wieder fließen kann. Denn diese Weisheit, die ist ja nicht nur außerhalb von uns. Nein, diese Weisheit ist auch in uns. Wir sind ja diese weisen Ahnen. Diese Kraft ist ebenso in uns, weil wir alle verbunden sind. Doch wir haben das vergessen. Es hat sich so viele Lasten, so viele Bürden darüber gelegt, dass wir diese Weisheit nicht mehr spüren. Dass wir so viel alten Schmerz spüren. Und dadurch einfach belastet sind und eben unfrei sind. Und so ist heute ein wundervoller Tag, um eine Zeremonie zu halten. Eine Zeremonie des Loslassens. Eine Zeremonie der Vergebung. Damit das uralte Wissen, die Weisheit dieser Erde, dieses Kosmos wieder fließen kann. In uns und in der Welt.
Ja, was brauchst du dafür? Du brauchst ein Feuer. Vielleicht hast du eine Feuerschale zu Hause, vielleicht hast du sogar schon deinen eigenen Altar im Garten. Ansonsten kannst du auch ein kleines Räucherschälchen nehmen oder wenn du wirklich gar keine Möglichkeit hast, nicht mal ein kleines Feuer zu machen, dann kannst du eine Kerze nehmen. Auch die Kerze steht für das heilige Feuer, wie du schon in unserer allerersten Zeremonie vor 2 Tagen erfahren hast. So schau, was für dich möglich ist, dass du dein heiliges Feuer entzünden kannst. Und heute, ja, ist ein guter Tag, um das bei dir zu Hause zu machen, in deinem Garten, auf deinem Balkon. Oder natürlich, wenn du das spürst, kannst du auch wieder in einen Kraftort gehen. Lass dich ganz führen, auch bezüglich der Uhrzeit. Wie du weißt, bist du eingeladen, die Zeremonie dann zu machen, wenn du es spürst, wenn du es wahrnimmst, sodass wir wirklich erneut hier die ganze Zeit ununterbrochen das Feuer der Vergebung, das Feuer der Erinnerung, das Feuer der Befreiung brennen lassen. Für uns und für die gesamte Welt. Und auch hier verbindest du dich mit dem Ort, an dem du bist, sei es dein Heim, dein Garten, ein Kraftort, wie du das schon die letzten beiden Tage gemacht hast. Lass deine Wurzeln wachsen. Verbinde dich mit dem Ort, in dem du die Kraft des Ortes in dir einatmest, in dem du deine Kraft in den Ort gibst und so ein Fluss zwischen euch entsteht. Bitte den Ort, da sein zu dürfen. Bitte den Ort, die Kraft des Ortes sich für dich zu öffnen, so wie du dich für den Ort öffnest, sodass wirklich ein Fluss zwischen euch entsteht, eine Verbindung entsteht. Und dann, wenn du wirklich dich angekommen fühlst, dann entzündest du dein Feuer oder deine Kerze und rufst die Kraft von Achmak, die Kraft der Weisheit der Ahnen, die Kraft der Erde, denn ja, Achmak ist auch die Kraft der Erde, denn Großmutter Erde ist unsere älteste Ahnen und für sie machen wir ja diese 3 Tage Zeremonien. Für unsere älteste Ahnen, für die Weisheit von Mutter Erde. Und jetzt, wenn dein Feuer brennt, kannst du den Brief, den du für sie geschrieben hast, vorlesen. Lies ihr den Brief vor mit offenem Herzen. Sprich mit ihr, erkenne sie und sehe damit auch dich. Ja, und wenn du deinen Brief an sie vorgelesen hast, am Feuer, am heiligen Feuer, dann ist dein Herz ja schon ganz weit für sie. Dann bist du schon mit ihr verbunden. Dann bist du mit ihr in der Kommunikation. Und dann spüre, wie schon die Tage davor, welche Botschaften sie für dich hat, ihre Seele. Und auch deine Seele. Es ist viel Schmerz geschehen. Das kannst du sehen in ihr, das kannst du sehen in dir. Wir alle haben Missbrauch erlebt. Wir alle haben Angst gelernt, vor unserer Kraft zu haben. Wir wurden verfolgt, wenn wir unsere Kraft versuchten zu leben. Wir wurden gedemütigt. Tausende von Jahren hat man versucht, unsere Kraft klein zu halten. Das Urmännliche, das Urweibliche, die Seelenkraft, die Lebenskraft. Es ging nur darum, dass wir uns anpassen an eine verdrehte Welt, an eine Welt der Trennung und des Vergessens, einer Welt voller Kriege, wo Mensch gegen Mensch gekämpft hat,
wo Tiere ausgebeutet wurden und werden, wo Mama Erde ausgebeutet wurde und wird. Und wo wir das alles so sehr hinnehmen. All diesen Schmerz aus Angst, aus Gewohnheit, weil wir es nicht anders kennen. Doch sind das wirklich Entschuldigungen? Nein. Jetzt geht es darum zu erkennen, diesen Schmerz dem Feuer der Vergebung zu übergeben und die Weisheit, die ursprüngliche Weisheit wieder fließen zu lassen in uns und auf der Welt. Es geht darum, die heiligen Feuer wieder zu entzünden, so wie wir es hier gemeinsam, Hand in Hand, überall auf der Welt gemeinsam tun. So geh in die tiefe Verbindung, wie du es schon die Tage zuvor gegangen bist. Verbinde deinen Schoß mit dem Schoß der Erde. Verbinde dein Herz mit dem Herzen der Erde. Spüre die Vision deiner Seele, die Vision der Seele von Mama Erde. Und gib gemeinsam mit ihr all diesen tiefen Schmerz dem Feuer. Wir geben das Vergessen dem Feuer, dass wir vergessen haben, unserer Mutter zu lauschen, dass wir vergessen haben, uns selbst zu lauschen, dass wir unsere ursprüngliche Natur als Hüter, als Hüterin in dieser Erde vergessen haben. Wir übergeben dem Feuer all den Missbrauch, der an uns selbst geschehen ist, der an Mama Erde geschehen ist, den Missbrauch, der an unseren Tiergeschwistern, unseren Pflanzengeschwistern geschehen ist. All die Pestizide, die Gifte, mit denen wir und Mama Erde belastet wurde und wird, all das übergeben wir dem Feuer. Bleib in dieser Verbindung und sie wird dir genau zeigen, was sie dem heiligen Feuer übergeben möchte. Wir übergeben dem Feuer, dass wir vergessen haben, Zeremonien für sie zu feiern, dass wir vergessen haben, an die Kraftorte zu gehen, um dort ihre Kraft zu spüren. Wir geben dem Feuer, dass wir so sehr zugelassen haben, dass ihre Gewässer, ihr Fließen und unser Fließen damit verschmutzt wurde. Wir geben dem Feuer, dass unsere Luft so verschmutzt wurde und damit der Sauerstoff für uns und alle Lebewesen. Und damit haben wir auch vergessen, Ja zu uns selbst zu sagen. Denn wenn du dich erinnerst, alles ist zusammen, alles ist vereint. Was wir uns antun, tun wir Mama Erde an. Was wir Mama Erde antun, tun wir uns an. Wir bitten um Vergebung und geben das dem heiligen Feuer, dass wir unsere Kraft nicht mehr leben, dass wir unsere Herzen aufgrund tiefer Verletzung verschlossen haben, dass wir unseren Schoß aufgrund tiefer Verletzung verschlossen haben. Wir übergeben all diese Lasten, all diese Bürden, all diesen Schmerz, den wir von unseren direkten Ahnen schon mitbekommen haben, dem Feuer der Transformation. Und ich spüre, um dein Feuer sitzen so viele Ahnen, die dich unterstützen. Du bist die Antwort auf die Gebete deiner Ahnen. Du bist hier, um nicht nur für dich zu lösen, für dich zu heilen, sondern für deine gesamte Ahnenlinie, für Mama Erde, für deine Kinder. Du bist hier, jetzt in diesem Moment, an diesem heiligen Feuer, um zu befreien, um loszulassen, um zu vergeben für alle. So gib dich diesem Feuer hin, gib dich dieser Kraft hin, lass dich von den weisen Ahnen und von deinen direkten Ahnen führen. Übergib alles dem Feuer und spüre, wie alles dadurch leichter wird in dir und auch für Mama Erde.
wie dadurch dein heiliges Feuer, was vor dir brennt, heller leuchtet, wie das Feuer, was in dir brennt, heller leuchtet, wie das Feuer Herz von Mama Erde heller leuchtet. Spüre die Kraft der Befreiung. Befreit dich nicht nur von altem Schmerz, befreit nicht nur die Ahnen von altem Schmerz, sondern befreit auch die ursprüngliche Weisheit in dir und in der Erde. Sei so lange, wie du magst, an diesem Feuer der Befreiung, der Weisheit. Und spüre, wie alles fließt, wie alles transformiert. Dieses Feuer ist nicht nur das Feuer der Befreiung, es ist auch das Feuer der Erinnerung an das Ursprüngliche, an die ursprüngliche Weisheit. Es ist das Feuer der Verbindung. Und stell dir vor, wir alle, tausende von Menschen, sitzen an diesem Feuer, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle gemeinsam, alle vereint, alle Hand in Hand. Und sieh, was Mama Erde dir zeigt. Sie sieht dir all die Brennen, sie zeigt dir all die brennenden Feuer überall auf ihrer Welt und wie dadurch die ursprüngliche Kraft und Weisheit erwacht. Und dafür sind wir hier, um das gemeinsam zu tun. Und an den 13 Tagen gehen wir weiter, gemeinsam, Hand in Hand, gemeinsam für die Erde, für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder, für unsere Ahnen. Wir bringen Heilung, wir sind die Heilung, wir sind der Wandel. Und wenn du dabei sein möchtest, bist du noch herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf dich.